Na, das wird jetzt ein großartiges Gefecht. Kokalar, Megatron's fortress. He always was modest. This road will take us to a side entrance. Once inside, we find and destroy the Darkspark. And Cliffjumper? We will do everything we can for Cliffjumper. With luck, he's still alive. It's been a long time since we've seen any luck, Optimus. Then we are long overdue. Das ist Megatrons Festung. Interessantes Design. Ich frage, wie Optimus Prime und so jetzt hier durchgeschafft haben. Ach ja, und die Straßen erinnern jetzt gerade schon ein bisschen an die von Iacon ein bisschen. Schon mal interessant, eine etwas grafisch hübsche und hübschere Variante diese Straßen zu sehen. Als auf einem besonders Kampf noch der Fall war. Nein, denkt ihr wild, dass ihr auf dem Swamp so direkt schlagen könnt? Not yet finished. If Megatron gains control of the Darkspark now, Iacon will fall long before the Ark is ready, and all hope will be lost. Well, when you put it that way, let's get it done. Also laut den Spiel ist die Arche noch nicht fertig. Wie gesagt, aber es ist ein eigenes Universum. Es ist weder von wirklich Untergang von Cybertron oder Transformers für den Film irgendwie zugänglich wirklich. Ach, Optimus hat ein schönes Spielzeug, nennt sich Schild. I could use a dead pack, but it might cause a fuss. Sprengstoff? Nee, wir kennen doch Optimus, der ist stark genug, um... ja. Oh, Scum! That works too. Shoot the vents. Shoot the vents. Stay focused. Roger that. Well, we're inside. Then let's rescue Cliffjumper and take back the Darkspark. Gut, da waren wir mit hier auf. Ups. Was sind das für Viecher? Optimus. I don't hear any alarms. I guess those turrets are just here to shoot up scrappers. Even Megatron must contend with pests. Pretty sure that's how he sees us. Why did I have to end up on recycling duty? Because you screwed up. So why did you get put on recycling duty? Because I happened to be nearby when you screwed up, Skidplate. Die seine Stimme war sehr Starscream, sehr ähnlich. Jedenfalls von G1 oder so. What the,
Ow. So, mal gucken. Was schießen die gerade? Ja gut, Jess. Oh, der Glückstrefferschuss. Das ist ein sehr mächtiger Schuss. Das ist mein zweiter Schuss drin. Hm? Ach da! Ein Decepticon-Soldat möchte wohl in den gleichen Ring wie Starscream, Soundwave und Shockwave geraten. Na, wo willst du denn hin? Na, schieß doch mal ein paar Mal. Always away, my friend. Here, this should override the lockdown and turrets. Whatever you did worked. Those turrets have stopped singing. We fight for our freedom. Oh, der erste Schuss ist wieder. Das ist aber ein kranker Schuss. Na, wo willst du denn hin? Und das könnte auch sicher besser, ne? So. Laden, 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 danke. Ich dachte schon gerade, da wäre ein Schild davor. Komm schon, noch auf. Ach ja. So, mal gucken. Bevor ich drauf schieße, was für ein Raum ist das? Das ist von der Referenz an Star Wars. Als Episode 4 an den Todesstern trakt. Wir sind so ein langweiliges Gespräch geworden. Ich höre schon die Scharfschützen. Ah, die haben echt eine geile Synchronstimme. Never have challenged us.
Der Wegbereiter ist echt eine geile Knabe. Und tschüss. Und tschüss. Jo. So, mal gucken, wie es dann jetzt. Hey, Jess, warte auf mich. Schon eine ganz große Knarre. Hey Jess, wie geht's? This looks like the end of the recycling unit. About time. That place just wasn't my scene. The further. Ups, hoppla. Eine Zweitwaffe, was nehme ich da am besten? Shockwave Waffe wird auch praktisch. Here we go. The more concerted the Decepticon defenses will be. Nothing we can't handle. As bad as this is, we see worse. Ich wollte ja eigentlich überraschen, Clipjumper. Fight for our freedom. Underestimate us. A battle for freedom is a battle fought with every circuit. We will prevail. You never fail to inspire, Optimus. That's why you're the prize. As I assure you, such a trivial, insignificant setback was never going to short my capacitors for long. All I needed was the right, how shall I say, cohort. Clever enough not to foil my plan. But not so clever as to see me opening the smelting pit beneath him. Metaphorically speaking, of course. Of course. I am not so crass and unimaginative, no. His demise will be far more elaborate, as befitting one of my plans. And never fear, I think I have the perfect someone in mind. It will be so easy. He will never suspect a thing. I am ambidextrous. With one hand, I will offer energon, power. All the while, with the other, I shall take everything. What then, you ask? Why, there will be only me, and but the shortest of leaps to the top. The top! Davon haben wir jetzt jemand Starsen-Komplexe. Ein kleines bisschen aber. So, Superschuss ist vorbereitet. Oh! Weg da! Komme ich am besten durch. Es ist genau, haargenau der gleiche Verlauf wie bei Transformers Kampf von Cybertron bei der zweiten Decepticon-Kampagnen-Mission mit Starscream, diese Feiern hier. Bam. Weg da. Back.
gucken. Und noch ein Audio-Log.